Die Speedway-Weltmeisterschaft macht Station in Gorzów beim Grand Prix von Polen. Mit den weltbesten Fahrern, deutschem Stadionsprecher und nervenaufreibenden Rennen. Samstag, 24. Juni in der Speedway-Arena in Gorzów. Jetzt Tickets unter sgp-ticket.de. sgp-ticket.de. Hallo, wir sind Sportpicks NN und Sportwitz AS und ihr hört Startbahn, den Speedway-Podcast mit Micha und Emi. Startband, der Speedway-Podcast mit Micha und Ebi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startband mit Micha und Ebi, liebe Startis. Mein Name ist Michael Schechern und mir gegenüber, siehst du, ich war im Kofferraum und Ebi mit seinem kaputten Stuhl fällt gerade die Wiese hier in Tede runter. Mir gegenüber sitzt René Ebi Eberhardt. Morgen! Ja, einen wunderschönen guten Abend aus dem wunderschönen Mittelpunkt Mecklenburgs, aus Tederdorf. Wo es heute doch noch ganz schön kalt geworden ist. Ich wünschte mir, ich hätte jetzt meine lange Hose angezogen, aber dem Wetter nach war hier heute alles gut so. Also, das Wetter zumindest. Ja, wettermäßig alles gut. Ich habe auch meinen Pullover tatsächlich zu Hause vergessen und von daher... Nein, Schäckern, sollen wir helfen oder geht's? Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Ich weiß nicht, es ist jetzt so, weiß ich nicht, 30, 40 Minuten nach dem Grand Prix. Nee, über eine Stunde schon. Oder eine Stunde? Fast zwei sogar schon. Ich habe mein erstes Bier aufgemacht. Denk nochmal über alles nach. Micha, ich habe dich heute ein paar Mal gefragt. Schilder du mal so deinen Tag. Deine Erwartungen bis jetzt. Also, wenn ich meinen Tag schildern soll, erstmal haben wir hier eine feine Party gemacht. Also eine Kofferraumparty. Im Sinne, dass wir uns hier einen Tisch gestellt haben, Stühle. Jeder hat ein bisschen was zu essen mitgebracht. Du einen feinen Salat. Ich ein paar Klopse, ein paar Würstchen. Das war sehr schön. Hier konnte man tatsächlich gut sitzen. Das fehlt manchmal so ein bisschen, wenn man auf anderen Anlagen ist. Und wo jetzt könnte man das jetzt zum Beispiel nicht machen. Gute Leute getroffen, kein Streit gehabt mit irgendwie. So, die Leute waren alle entspannt. Das war schon mega schön. Wenn wir auf das Sportliche, und darauf warten die Leute jetzt natürlich, auf das Sportliche und die Bahn etc., auf den Grand Prix zu sprechen kommen, als reine Veranstaltung, muss ich tatsächlich sagen, so wie wir es beide, oder wie ich es schon irgendwie festgestellt habe mit dir zusammen, der Worst Case wurde hier erstmal vermieden. Also es gab erstmal keinen Rennabbruch. Das war ja so das, was man nach dem Auerhahn vor 14 Tagen befürchtet hat, dass die Bahn genauso aufbricht, weil höhere Belastung etc. pp. Und ich versuche jetzt halt irgendwas Positives zu sagen, aber es war also erstmal grundsätzlich sportlich war es ein langweiliger Grand Prix. Die Bahn ist zumindest nicht so stark aufgebrochen wie beim Auerhahn-Pokal. Sie war vielleicht auch nicht so schlecht wie beim Grand Prix zuvor, das Jahr 2022. Dennoch war es sportlich keine gute Veranstaltung und die Bahn war auf jeden Fall für mich keine Grand Prix-Bahn. Was soll ich jetzt machen? Du hast es sehr gut zusammengefasst. Ich sehe es ähnlich. Ne? Es war so, man ist so mit gemischten Gefühlen losgefahren. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also mir war es so, ja, also die ganze Woche war schon stressig. Die Telefone bimmelten hin und her. Genau. Was ist hier, was ist da und fahren wir hin und so Leute, die halt nur einmal im Jahr und alle haben gesagt, ist scheiße und jetzt sagen doch alle, ist gut und können wir da nicht hinfahren und ja, letztendlich waren es 5000 Zuschauer, es war für eine Grand Prix-Geschichte für mich absolut unwürdiges Publikum, also Zuschauerkulisse, Zuschauerkulisse, die wirklich sehr enttäuschend war. Ja, du hast es gesagt, Worst Case wurde verhindert, die 16 besten Fahrer der Welt sind um diese Bahn gekommen. Sie war fahrbar. Sie haben sich, glaube ich, sind wenig Risiko gegangen. Ne? Also sie sind meiner Meinung nach um diese Rillen gefahren, was ist, wollt ihr beide, oder? Nein. Ja, wir sitzen hier mit Ben und ja, Micha macht hier Spaß mit den Kindern. Bin ich raus, mach du weiter. Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, so wie du das gerade beschrieben hast, die Telefone klingelten viel bei mir tatsächlich auch. Das ist ja ungewöhnlich, weil das eher dein Part ist, weil du besser vernetzt bist als ich. Ich habe tatsächlich gesagt, sie sollen dich anrufen. Echt jetzt? Ja, damit sie... Ne? Du sagst immer, die rufen alle mich an. Nein, das war gut. Ist halt auch Lokalpresse mit bei gewesen und so. Und
Ich weiß, ich habe damit ein Problem, dass man sich jetzt hier feiert. Ne? So, ja, guck mal, wir haben es euch doch gesagt. Ja, was haben wir euch denn gesagt? Okay, ihr habt erstmal dafür gesorgt. Es hat ja sich keiner gefeiert. Also, ich hatte schon das Gefühl, dass man gesagt hat, so Gefühl, aber Gefühl gut. Ist ja das eine. Aber wer? Nein, das ist mein Gefühl. Also es ist jetzt keine spezielle Beobachtung. Das ist das, was ich für mich wahrgenommen habe. Okay, ne? Ich weiß nicht, es gibt hier, was soll man jetzt, sollen wir jetzt, die Gegenfrage, meinst du jetzt, weil du bist ja eher der positive Typ von uns beiden, sollen wir ihn jetzt positiv sehen und sagen, gut, wir haben es geschafft, das Rennen nicht abbrechen zu lassen und wir haben es erstmal über die Bühne gekriegt? Ich glaube, sie haben das Maximum rausgeholt, was machbar war, irgendwie, um das Ding hier durchzuziehen, ne? Und spätestens jetzt, ich hoffe, auch ein Dörner hat es uns ja gesagt, ein Sascha Dörner, Entschuldigung, ich wollte dir nicht unhöflich sein, dass es Besprechungen geben wird hinterher. Ne? Mhm. Was ich sehr bezeichnend fand, ist mir so noch nie aufgefallen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, nach dem Rennen ist ein Phil Morris zu jedem Streckenposten gegangen, zu jedem Bahndienstmann, hat sich explizit bedankt, hat die umarmt. Also da hast du gesehen, entweder macht das immer, ne? Also ich habe es wirklich gesehen, dass er zu jedem in der Kurve gegangen ist, die Leute haben die Mütze abgenommen, als er kam, ne? Haben sich bedankt, er hat sie umarmt, also fand ich mega spannend. Ne? Nach Lauf 12, als das Ding hier wirklich auf der Kippe stand, ist Morris mit der Schippe runtergegangen, hat den Bahnleuten gezeigt, wie man das aufkratzt und so. Also ich fand, man hat den viel kritisiert, diesen Morris, ne? Aber heute, ja, finde ich, hat er, na doch, früher, wenn man hampelt der auf der Bahn und der ist so laut, dann soll sich mal entspannen und, ne? Und heute, finde ich, hat er für mich als Laien einen mega Job gemacht. Entweder hat er die Leute, wie so ein Trainer, weißt du, irgendwie hatten die alle, bitte hilf uns, ne? Bitte sag uns, was wir heute machen sollen. Der ist zu diesen Bahndiensten gerannt zwischen den Rennen, hat denen da irgendwas erzählt. Ich glaube, die waren alle angespannt, haben es irgendwie durchgekriegt und das ist heute passiert. Und das, es war sportlich langweilig, gebe ich dir recht. Es war kein schöner Grand Prix. Schöne Geschichte, ist mir mit Phil Morris, habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Ich habe eher nach dem Rennenende, habe ich eher so geguckt, wie die Stimmung außenrum ist, so ein paar Offizielle so mal zu gucken. Und deswegen kommt meine Beobachtung so, man hat sich halt unten Shake Hands, so ey, super und klasse, so zumindest als Außendarstellung, weißt du, was ich meine, ne? Tatsächlich habe ich das auch gesehen. Gut, dass du es ansprichst, hätte ich fast vergessen. Bei der Siegerehrung habe ich so ringsrum ein paar Pfiffe gehört, als ein Adi Schlag die Pokale übergeben hat. Aber wirklich sehr wenig, waren ja auch wenig Zuschauer noch da. Ja. Aber als er von der Bahn gegangen ist, hat ein Sascha Dörner, ein Bernd Sagert, alle haben sie Adi umarmt. Was es bedeutet, weiß ich nicht. Vielleicht, also sie haben, entweder haben sie alle bedankt, es war so ein, vielleicht war es auch vielleicht Erleichterung? Erleichterung, das Ding durchgezogen zu haben. Weil ich könnte mir vorstellen, also der Druck war hier natürlich heute immens hoch. Also ganz. Am Anfang vor dem Rennen, dass wirklich alle sehr, sehr angespannt waren? Ja. Vor dem Rennen? Also die Fahrer nicht so, aber alle die mitwirkenden Bahnposten habe ich jetzt nicht so gesehen, aber doch, na klar, der Druck war ja immens hoch. Ob es jetzt Nordkorea, Ostsee-Zeitung, ob es Springer Volk, die habe ich nicht gesehen, sehr gut. Norbert Okenga mit Pitwalk. Natürlich auch im Forum, gut, ob die jetzt Druck aufüben können, auch außen sei jetzt erstmal gefragt, aber auch David mitgelesen, der war natürlich groß und an dem hat man heute gestanden, ne? Und man ist ihn jetzt erstmal wieder, ja, dem Maximalziel, aber auch das Minimalste, was man erreichen musste, ist man klargekommen. War das jetzt der Befreiungsschlag für Speedway Grand Prix Deutschland? Das war gar kein Befreiungsschlag. Wir haben einen Scott Nichols gesehen, unten in der Kurve. Wir haben in der Zielkurve gestanden, der explizit mit seinem Kamerateam während des Bahndienstes auf die Bahn gegangen ist, um die Rillen zu filmen und hat dann extra noch richtig mit ausleuchten und so. Hast du das schon mal irgendwo anders gesehen? Ist mir nie so aufgefallen, ne? Also habe ich auch gesehen, die Situation, ne? Als die alle runterkamen und mit Kameras. Ja, die Fahrer haben ja auch, also ich finde, hier ist der Druck nach dem Training abgefallen. Ne? Da hast du gesagt, hast du von vielen gehört, okay, die Bahn ist gut. Hält. Mhm. Auch von Fahrern, von Offiziellen, oh, das schaffen wir hier, wird gut. Mhm. Und dann so Ablauf 8, 9, 10, da wurden sie nervös. Du hast es vorhin schon gesagt, ich nehme das mal kurz auf, was du gesagt hast. So war es ja letztes Jahr auch. Sie hat gehalten im Training. Nichts, alle waren total happy. Und dann ging das Geeier so ab Lauf 5, dann 8, 12 los. Man hat die gleichen Probleme heute wieder gehabt. Der Scheitelpunkt der Eingangskurve war a little bit bumpy, war nachher sehr, sehr bumpy. Dann hat man es nach Lauf 12 wieder sehr gut zugeschoben, nachdem Phil Morris nochmal eingegriffen hat.
Aber du hast gesehen, dass die Fahrer auch deutlich zu kämpfen hatten. Du hast auch wieder gehört, die Motoren haben runtergedreht. Sie sind also nicht mit Vollgas durch die Kurve durchgekommen. Bis sie dann nachher komischerweise in dem letzten Block, Lauf 16 bis 20, dann Außenlinien gefunden haben und wir dann halt nur im letzten Block noch so, ich glaube, zwei spannende Läufe gesehen haben. Guck dir das Halbfinale an. Mega geil. Halbfinale 1, war ein mega guter Lauf. Warum geht's da plötzlich? Ja, aber es reicht aber nicht. Es reicht aber nicht. Und wenn die 16 Besten der Welt hier nicht vernünftig rumkommen, wer soll es dann sonst machen? Und jetzt braucht auch keiner zu sagen, ja, die können alle nicht fahren und das sind Schönwetterfahrer. Ich möchte da heute nicht drauf sitzen. Du kannst ja vielleicht noch mal einen kurzen Eindruck geben. Wir sind jetzt gerade nach dem Rennen noch mal auf der Bahn gewesen und haben uns die Bahn in beiden Kurven angeguckt. Und was haben wir gesehen? Ja, ich mach's ja nicht so oft, ne? Aber hier haben wir es ja schon ein paar Mal gemacht, ja. Und in anderen Bahnen. Ja, einfach auch nur mal. Es war schon. Die Problemkurve war nicht so riesig groß wie beim Auerhahn, ne? Richtig. Sie war, also die Rille war auf gar keinen Fall so groß. Zwischendurch glaube ich schon, aber am Ende hatten sie es im Griff. Genau. Die Startkurve war schon sehr, sehr heftig. Also extrem. Und wenn ihr euch an das Bild von, was wir beschrieben haben, von Lindbeck erinnern könnt, der sein Knie in die Fahrrinne, in der Ausgangskurve, also in der Startkurve am Ausgang, konntest du das Knie und den Fuß wieder komplett versenken. Deswegen auch zu erklären, warum sie gerade in den letzten Läufen auch als Maßweg zweimal rausgeschossen ist, weil er wahrscheinlich so viel Grip bekommen hat. Und ich bin der Meinung, auch wenn uns das anders gesagt worden ist, wir sind ja nicht doof, wir sehen ja, wir waren vor zwei Wochen erst auf der Bahn, ja, dass die Bahn weiter reingezogen worden ist mit der weißen Linie. Also die Vermutung hatte ich am Anfang auch. Da hat mich irgendeiner drauf gebracht, wer auch immer es war. Danke dafür. Ja. Dann hatte ich ja Sascha Dörner gefragt. Er sagte, nein, auf keinen Fall. Jetzt haben wir mit Norik nochmal gesprochen auf der Bahn nach dem Rennen. Genau. Er sagte auch, Mensch, ja. So hundertprozentig, wer es weiß, genau. Vielleicht kann ne, Bahndienst mal sagen. Weil, ich habe ein paar Fotos gemacht, wo die Drainage ist und wo der Strich ist. Ja, genau. Die schicke ich mal an ein, zwei Leute, die Bahn hier kennen und die können uns das vielleicht mal bestätigen. Zumal der Setzstein, also der Randstein, deutlich weiter weg war als das letzte Mal, weiter in. Und Norik, denk dran. Oder weniger als 10 Meter. Da komme ich gleich zu. weiter in und auch die Drainage, als wenn da noch Erde draufgekippt war auf den Rand und die Drainage ja im Regenfall gar nicht, hinten ja gar nichts genutzt hätte, weil da ja Dings vorstand. Also ja, 100% sicher bestätigen können wir das nicht, das ist nur eine Vermutung. Und ich muss jetzt hier gleich nochmal mit dem Gerücht aufräumen. Es war natürlich nicht 10 Meter in der Breite, die Tetro anders ist, sondern die Länge, die Gegengerade vom Start und Ziel ist 10 Meter kürzer als Start und Ziel gegenüber. Und das habe ich nochmal ausgemessen, das stimmt tatsächlich so. Gibt es hier zweimal Start und Ziel, Tetro? Ist ja alles anders. Total, total peinlich. Natürlich ist sie nicht 10 Meter schmaler, das ist die Länge. Ja, also die Gegengerade vom Start und Ziel ist 10 Meter kürzer. Das wollte ich nochmal klarstellen. Ey, trotzdem bin ich nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden, ich kann jetzt hier nicht weggehen und sagen, das war alles toll. Wie gesagt, das zum dritten Mal, Worst Case wurde verhindert, mehr aber auch nicht. Punkt. Es war kein schöner Grand Prix, es waren keine guten Läufe. Die Bahn hat zwar das Nötigste ausgehalten, mehr aber auch nicht. Und das hat Phil Morris, der jetzt übrigens im Interview am Ende dieser Sendung noch mit drankommt, hat das auch ganz klar gesagt. Sie ist nicht auf Grand Prix-Level. Und dazu hast du vorhin noch einen guten Satz gesagt, von wegen Grand Prix-Level. Helf mir mal. Wir waren ja hier schon mal auf Grand Prix. Das stimmt. Also er hat ja, glaube ich, auch wenn ich in meinem schlechten Englisch das verstanden habe, gesagt, er will das hier, sie wollen tatsächlich irgendwie weitermachen, ne? Wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, genau. Seine genau. Und sie wollen es auf ein anderes Level heben, ne? Und als hier der erste Grand Prix war, waren ja 10, 12, 1000 Zuschauer, war geile Stimmung, war danach auch und wir sind ja wir kommen ja von oben nach unten. Also was wird ja schlechter, ne? Wie eine Absteiger, ne? In die zweite Liga oder so. Genau. Also was wollen sie da, also ja. Vielleicht ist der Markt wirklich interessant in Deutschland. Ich glaube es zwar nicht, weil Eurosport soll das live übertragen. Es ist nicht passiert. Aber wir müssen ja nicht nur von hier ausgehen. Also klar, Mecklenburg-Vorpommern ist Bahnsportland. Aber so geil die Anlage ist, und wir haben heute wieder festgestellt, mega viel Platz, obwohl die Versorgungslage heute im Stadion deutlich schlechter war, auch toilettenmäßig bei uns auf der Seite, das war ein bisschen weniger aufgestellt als zum Auerhahn-Pokal. Die Anlage schlägt hier nichts, die Bahn ist halt scheiße. Das ist ein Punkt. Ja, klar, das ist ein Punkt, ne? Also, ja, was sollen wir jetzt erzählen? Lass uns mal zum Sportlichen kommen vielleicht. Mhm. Oder? Weil wir jetzt drehen wir uns hier auch im Kreis. Wir haben. Ja, du kannst. Zweimal dasselbe erzählt schon, ne? Ja, war schon spannend. Ich würde meinen, du hast beim letzten Mal, habe ich vorhin auch schon gesagt, nicht böse nehmen. Nein, alles gut. Oh, was hat dir so ein Kim Nielsen im Grand Prix zu suchen? Ja, ja und heute? Treppchen, ne? Nee, Treppchen nicht, Vierter? Na, Vierter. Aber, Finale. Sag mal. Weiß ich nicht. Also. Aufgrund, ist einfach ja, als alle anderen, einfach die Eier in der Hose, um das. Du, vielleicht fehlt auch tatsächlich die Erfahrung, dass er sagt, du, ich fahre ja einfach mal andersrum als ihr. So, mal gucken, was so geht, ne? Ja, weiß ja nicht. Ich habe das sportlich heute
da ich sehr viel auf die Strecke leider geachtet habe, logischerweise gar nicht so mitbekommen und war eher überrascht wie letzte Woche. Die Treppchen wechseln dieses Jahr bunt im ganzen Grand Prix. Wir haben Jack Hohler heute noch gesehen auf Treppchen. Du hast ihn interviewt. Ja, warte. Wir haben Jack Hohler heute noch gesehen, genauso wie letztes Mal. Bartosz heute mal wieder auf Nummer 1, ich glaube in Drabitschen. Das erste Mal tatsächlich in Tetro gewonnen. Bartek. Stimmt, letztes Jahr war Dudek. Für mich tatsächlich leider enttäuschend. Wir haben ihn leider nicht mehr bekommen, weil wir zur Pressekonferenz waren. Kai Hukenbeck. 3 Punkte. Ist ein bisschen wenig so. Ich hatte mir ein Semi gewünscht und der deutsche Wunsch ist halt leider wieder nicht aufgegangen. Ne? Ohne das jetzt böse zu meinen, aber das ist immer so ein bisschen... Ja, finde ich auch extrem schade, ne? Weil er hat ja auch im Interview auf Eurosport gesagt, dass hier wirklich so Halbfinale das Ziel ist. Er ist ja im letzten Jahr sehr gut trotz der schwierigen Bedingungen durchgekommen und ich hätte es ihm auch zugetraut, ne? Auch nach seinen Leistungen dieses Jahr. Ja, ist es vielleicht doch, jetzt werden sie uns wieder steinigen, ist die Weltspitze doch zu weit weg für die Deutschen? Gegenfrage, liegt es vielleicht an der Bahn? Ja, liegt es für alle gleich, 5 Euro ins Phrasenschwein. Okay. Weißt du, Rot war die beste Bahn. Weißt du, was mir in meinen Kopf so kommt? Liegt es bei den Deutschen vielleicht an der Technik? Machen die Polen wirklich irgendwas, oder auch die Dänen, machen die was komplett anderes? Anderes Maschinenmaterial? Stellen die sich ihre Motoren anders zusammen? Ist die Kupplung vielleicht anders? Weißt du, wie entscheidend die Kupplung vielleicht ist? Keine Ahnung, stimmen die Düsen, ist es vielleicht ein technisches Problem? Ich meine, großartig, Unterschied am Material, also es gibt ja schon Unterschiede am Material, ne? Aber grundsätzlich, wenn du so einen Gunter zusammenbaust und guten Tuner hast. Ja, aber das glaube ich nicht, weil Kai fährt ja auch seit 10 Jahren denselben Tuner wie auch viele aus der Weltspitze. Er hat ja auch gesagt, er ist damit zufrieden und er kann da mithalten. Er fährt ja auch er fährt auch gegen diese Leute jede Woche, ne? Und hält damit mit. Und er hat auch in diesem Interview gesagt, was sehr spannend war auf Eurosport. Er ist nicht so aufgeregt und Grand Prix ist so ähnlich, ne? Also er ist nicht der ins Band fährt, weil er, ne, jetzt ein Grand Prix fährt. Keine Ahnung, vielleicht so ein bisschen im Unterbewusstsein, auch 2x rot heute, ich weiß nicht. Ich hätte ihn gerne gefragt, schade, dass er weg war. Also nervös hin oder her, ich glaube, aber es ist immer noch, wenn du halt so, ich sage jetzt mal als Beispiel mit Smarslik und Doyle am Start stehst, schon was anderes, als wenn du jetzt Liga in Landshut fährst. Ja? Warum? Das sind die selben Fahrer. Letztes Jahr sind die da auch gegen Lebedev, Milik, ein Doyle fährt bei Krosno. Meinst du, jetzt mal ehrlich, meinst du nicht, dass das, wenn du hier am Band stehst, als Fahrer, als deutscher Fahrer, auch eher nicht so ruhmreichen Speedway-Nationen, dass das schon, gerade wenn Eurosport und Discovery zuguckt, ich weiß gar nicht, was hat so ein Grand Prix als Zuschauerzahl im TV? Was meinst du? 100.000 vielleicht? Das reicht nicht. Die übertragen weltweit bis Afrika. Also, meinst du, naja, ja. Diesen Mails, die immer kommen von ja, dann steht das immer, ich weiß das. Genau, ne? Und warum soll es anders sein, als wenn er zum Beispiel, pass auf, als Gegenbeispiel, wenn er in Gino Nagora live polnisches Fernsehen mit Ultras, die da richtig durchdrehen, vollen Stadien, oder Bydgoszcz, was weiß ich, warum soll das anders sein, als in Tetro vor 4.000, 5.000 Leuten? Das ist ja hier eine ganz andere Nummer. Ich meine, wie viel weiter hoch willst du als Fahrer noch, als hier zu sein? Also nicht jetzt in Tetro, sondern im Grand Prix selber. Darüber kommt ja meiner Meinung nach nichts mehr. Natürlich nicht, aber deswegen, ja, aber wenn er einen Helm auf hat, glaube ich, ist es ein Rennen wie jedes andere. Ja gut, also ich kann das ja immer nur von meinem Typ her einschätzen, wie ich so wäre und ich wäre hier, also... Du bist dick. Ja, und du bist alt. Ich wäre, glaube ich, mega, mega aufgeregt. Ja, letztendlich fährst du, also ich hatte, so wie du vorhin nochmal fragtest, ob du Bock hattest, herzukommen. Die Woche war auch, ich habe auch viel telefoniert und ich hatte so gestern Abend, als ich dann alles fertig gepackt habe, so richtig Bock, eigentlich nicht. Aber ich kann dann aber auch nicht zu Hause sitzen und zu Hause gucken. Da hätte ich mir heute, egal wie scheiße das heute war oder gewesen worden wäre oder was auch immer, ich hätte mir im Arsch gebissen, wenn ich nicht hier gewesen wäre. Weil ist der Grand Prix zu Hause, den muss man sich angucken. Die random Frage, fahren wir dann nächstes Jahr wieder her, wenn es hier sein sollte? Die random Frage ist, wie geht's hier weiter? Was passiert hier? Also, was geht jetzt hier weiter? Ne? Sie bauen jetzt hier ab, sie haben es jetzt geschafft. Okay, Punkt. Ne? Genau, das jetzt wäre, glaube ich, mal ein Ausrufezeichen. Was? Und jetzt? Jetzt geht's weiter, Speedway Liga Nord, bauen sie sportlich hier irgendwas auf? Wird es ein Eventclub? Was passiert hier? Also, wie geht's denn weiter? Alle haben darauf eingeschlagen, ne? Und es ist wieder nicht gut gewesen. Es war nicht gut. Ja, und es gab auch bis heute nicht, und ihr könnt mich gerne korrigieren, bis heute nicht eine Stellungnahme zum Auerhahn-Pokal. Oder hast du, ich habe keine gelesen. Nein, tatsächlich nicht. Es hieß, es war schlecht. Bitte kauft Eintrittskarten für den Grand Prix. Und die Leute haben, ja, die Masse entscheidet. Und sie haben sich keine Karten gekauft. Es war hier, nochmal, keine Grand Prix-Kulisse. War es nicht?
Es war leider auch, also klar, wir haben da durch unsere Reichweite mittlerweile einen großen Bekanntenkreis, sage ich mal. Heute war auch nicht so viel da, so. Nur Brandenburger Jungs, ein paar, ne? Also auch schön, die zu sehen. Grüße gehen raus an Henry. Henry denkt dran. Zündung auf 30 und fette Düse, ne? Weiß ich nicht. Viele Leute, die du sonst an Güstrowstraße und siehst, hast du heute nicht gesehen. Und ich glaube, diese Leute werden auch nicht mehr herkommen. Ja, das frage ich mich halt auch, ne? Es ist so schade. Wie will man denn jetzt Leute wieder gewinnen jetzt? Es geht nur einen Punkt. Bahn komplett aufreißen. Mal jemanden ranlassen, der das wirklich so richtig kann. Ein paar Tonnen Material drauf und mal versuchen mit Banking und Co. Alles das, was schon vorgeschlagen worden ist, was viele Leute, die sehr viel Ahnung davon haben, schon gesagt haben. Einfach mal versuchen umzusetzen. Denn so ein Grand Prix oder auch so eine Speedway Liga Nord oder auch die Schildbürger Pokal findet dieses Jahr ja nicht statt. Ne? Oder das kann ich dir nicht genau sagen. Das ist ja auch nur so, was im Umlauf ist. Also ich weiß es nicht hundertprozentig. Okay. Oder auch ein Auerhahn Pokal. Möchte ich unter der Qualität einfach nicht sehen, Alter. Das war nur Perlenketten. Perlenketten. Wenn die Jungs mal ein bisschen rausgefahren sind, hast du ja gesehen, was draus geworden ist. Zum Beispiel ein Janowski auf dem Weg zum Start legt sich da im Infeld noch fast auf die Fresse. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Uns wurde jetzt auch gesagt, jetzt zerreißt das mal hier nicht. Hat ja stattgefunden, ja, aber im Endeffekt, was willst du? Ja, wir drehen uns irgendwie im Kreis gerade, keine Ahnung. Das ist wie zum Sterben zu wenig, zum Leben zu viel. Ja, sehr gut. Ne, sehr schön. Wieder geil, Fanzone, alles. Aber ich hatte heute auch, ganz ehrlich, jetzt mal komplett weg von Tedro, einfach mal zum Grand Prix. Lass mal einen Break machen. Ist es jetzt echt nur noch ein Wanderzirkus? Natürlich, total. Also es ist an mit ihrem Zirkuszelt, bauen alles auf, die Stars gehen in die Manege, fahren ihre Runden, zack, wieder eingepackt. In der nächsten Stadt wird der Zirkus wieder aufgebaut, oder? Natürlich ist es Wanderzirkus, Punkt. Ist das geil oder ist das nicht geil? Ich weiß es nicht. Ich war entertained heute auf dem Vorplatz. Ich finde das super. So, ja, du kannst dein scheiß Monster Energy da saufen umsonst. Du kannst deine Fotos machen. Irgendwie hat Ben sich auf dieses Moped da gesetzt. Da konntest du dann auf Push drücken und kriegst dein Foto raus. Die gehören dem... es ist Event, Alter. Das, was wir beim Fußball immer so verteufeln, das leben wir hier. Aber hier passt es auch. Aber es ist trotzdem noch kein Klatschpappensport geworden. Also zumindest nicht in Deutschland. Denn die Dancecam heute war bezeichnend für die Stimmung. Ja, Stimmung, ey. Es ist ja gut. Aber bei den wenigen Leuten, es war traurig, ne? Es war auch... Aber was solltest du auch bejubeln? Das Wetter. Ich habe auf jeden Fall eine rote Stirn. was solltest du bejubeln? Wie gesagt, erstmal, weiß nicht. Also du hattest auf jeden Fall mehr Stimmung vor 4 Wochen bei der Bundesliga in Güstrow. Das gute Bundesliga-Rennen, deutlich. Du hast das bejubelt, was du heute gesehen hast. Die Stimmung auf der Bahn hat das im Publikum wiedergespiegelt. Ja, ich glaube, die Fahrer hinterher haben es ja auch wiedergespiegelt, ne, wenn du sie gefragt hast. Ja, wir haben es hier durchgebracht, wir packen ein und fahren zum nächsten Auftrittsort, ne? Ja, im Interview haben wir heute übrigens noch Jack Holder und Jason Doyle. Jason Doyle hat mal kurz dann, als wir mit jemandem vom Nordkurier da saßen, aufgezählt, dass er morgen nach England fliegt, dann Montag England, Dienstag, Mittwoch Schweden, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Freitag schon wieder Liga und dann hat er wohl erst frei. Also, na klar ist das ein Wanderzirkus. Wenn du es beruflich machen willst auf dem Niveau. Obwohl ich glaube, dass du, wenn du Grand Prix-Fahrer bist, ich weiß nicht, dann kannst du, glaube ich, schon ganz gut leben. Also, meine Einschätzung. Puh, ja, keine Ahnung, leben tun die alle, ne? Die sehen alle nicht aus wie Hunger, leider. Naja, also körperlich schon, so ein bisschen, ne? Vielleicht war das ja auch so ein Kim Nielsen, der ist mir aufgefallen, der sieht so ein bisschen aus wie, war der Einzige, der so ein bisschen kräftiger war, ne? Vielleicht war das sein Plus auf dieser Bahn. Ansonsten auch ein, ja, doch mal ganz, ein Wuffin wieder irgendwie ein bisschen enttäuschend. Was ist los, ne? Mickels kommt nicht aus dem Pushen. Du, kam gar nicht klar. Boah, schade, irgendwie war heute so ein bisschen, wow. Ja, Dudek, Janowski nicht, Bartos auch wieder unauffällig, hat er muss ja einen Dreier geschoben haben, ne? 13 Punkte hatte er, glaube ich, nach Dudek. Ja, die polnische, wie heißt das mal, Entourage hier, die von Dudek, waren auch weniger als in Prag, deutlich. Und die hat gefeiert zwischendurch. Es ist auch unter den Fahrern selber, also in diesem Grand Prix-Feld, in diesem Grand Prix-Zirkus, auch eine eigene polnische Bubble nochmal. Ne? Also hast du nochmal ein Gefühl, dass sich das deutlich abgrenzt von den Dänen und von den Schweden und was dann auch von den Australiern sowieso. Obwohl die Australier natürlich die Nice Guys sind, ne? Also definitiv, ne? Auf jeden Fall. Du siehst auch, dass das so eine Art Manegen-Stars sind. Als sie bei der Pressekonferenz die Smarslik fragten, ja, warum hast du gewonnen? Und die anderen gleich, ja, weil er rot hatte oder was, ne? Ja. Und dann Smarslik antwortet, ja, Digga, ich habe eures Halbfinale gewonnen, ich kann mich zuerst auswählen, weißt du? Was für eine geile Nummer. Und da siehst du auch, die untereinander sind die fein, ne? Also,
Ja, da gibt es keine Feindschaft. Wie soll denn das auch funktionieren? Die sehen sich in der Woche mehrmals. Die duschen alle zusammen. Ne, in einer Dusche. Meinst du? Na ja, hast du nur reingeguckt, du warst so geluschert. Oder war das die Frauendusche? Ja, da war aber, naja, ist egal, wer da drin war. Ich, wie so eine Geschichte, die mir Christian Seliger immer erzählt hat, von dem Stadtmarschall aus Güstrow, Herr Kot. Er hat dann nur gesagt, als er aus der Dusche rauskam und da war irgendwie 2010 Bundesliga und die ganzen Stars waren da drin und unter anderem Scott Nichols noch, hat er immer so minimal mit dem Finger gesagt und dann so what, wir Resümeen, endliches können wir eh nicht ziehen. Show must go on. Und es bleibt spannend, was hier passiert und dann hoffen wir mal, dass da mal ein bisschen Aufklärung kommt, dass der Verein vielleicht mal sagt, pass auf, Bergring war auch nicht so geil. Irgendjemand sagte mir gerade diese Woche Thomas Dier geholt. So eine Bergkrieg-Ikone, den kennst du, glaube ich, gar nicht mehr, ne, in deinem Alter? Nein, ich habe den Artikel gelesen, verstehe aber seinen Aufgabenbereich nicht. Naja, er soll sich, glaube ich, um die Bahn so ein bisschen kümmern, ne? Also um überhaupt beratend. Dazu wirken, ne? Also so wie, ja, wie nennt man das? So ein Gesicht, ne? Also einfach so, er ist ja der Bergkrieg, Mr. Bergkrieg, ne? Und genau, Mikromülli sagt gerade, Thomas Dier ist eingekauft worden, damit er sagt, welche Grassamen er kaufen muss. Ja, wie auch immer, ich würde sagen, mir wird jetzt eisekalt. Ich bin gespannt, wie es um diesen Club weitergeht, ob sie sich neu aufstellen, ob es Mitgliederversammlung gibt, ob es mal irgendeine, ich weiß nicht, eine Veränderung. Du sitzt ja an der Quelle, wenn es Mitgliederversammlung gibt. Ja, mit Sicherheit. Und ich würde auch zu einer Mitgliederversammlung gehen, um einfach mal zu hören, was so... Ja, die Pläne fürs nächste Jahr sind und so. Das würde mich mal interessieren, wie sich der Club aufstellen will, wie es weitergeht. Werden sie Speedliga Nord weiterfahren? Wollen sie ein Eventveranstalter bleiben, wo man sich auf ein, zwei geile Events im Jahr konzentriert? Kann man vielleicht auch machen. Sportlich scheiße, also um die Jugend und so, ne? Aber vielleicht ist es dann so. Ja, so ein gesunder Mix, wie ich ihn in meiner Empfindung nach in Lulu sehe, ne? Zwischen den Rennen Tuning-Treffen drauf und so weiter und dann da nochmal ein Tuning-Treffen und hier ein Hot-Rod-Scheiß und sowas, ne? Bei Kasse zu bleiben und vielleicht dann den Sport zu finanzieren. Ich glaube, diese reine Zeit von nur Spitway, außer jetzt in den großen Bahnen, wo du es vielleicht leisten kannst, wo Geld da ist und die Stadt hintersteht, ist wahrscheinlich vorbei. Naja, dass die Stadt hier hintersteht, ist ja mal Fakt, ne? Also wenn nicht Tedro, dann wo dann, ne? Also hier steht ja alles hinter. Also zumindestens wird uns das hier immer so suggeriert. Und was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, es waren ja ganz viele Trecker, LKWs, ich glaube, die waren ja mit 10 Maschinen auf der Bahn. Habe ich hier auch so noch nicht gesehen. Vieles Neues. Also ein Wasserwagen, zwei Trecker, noch ein großer, ja, vier. Zwei Schleppen, was weiß ich, ja. Walze. Also sie haben schon aufgefahren, ne? Ja. Und Adi Schlag hat ja damals auch gesagt, also dass die Stadt hier 100% hintersteht und hilft und macht hier und stellt hier den Fräse. Und ja, Leute, da muss aber auch mal was bei rauskommen. Also einfach nur machen und Geld verbrennen ist auch falsch. Die Frage bleibt natürlich jetzt im Raum stehen, so, okay, was hat Ole Olsen jetzt gemacht, ne? Also gut, ein bisschen hat es gewirkt, aber der viel beseitigte Umsprung... Aus der Weitsprunggrube kann er keine Rennbahn bauen. Ist so. Viele haben auch, weil du ja gesagt hast, die Woche war jetzt so stressig, viele haben dann auch gefragt, ist es denn nicht möglich, dass wir den Grand Prix woanders fahren können? Ja, bei... Also erstmal brauchst du. Ja, jetzt, du brauchst jetzt. Ja, ich musste gerade an Michi Hertel decken. Schöne Grüße gehen raus. Du brauchst halt auch eine Menge Kohle, ne? Also wenn ich richtig informiert bin, liegt so eine Veranstaltung hier bei 180 bis 250.000 Euro. Brauchst du eben einen Geldgeber, der die Sicherheit wahrscheinlich dahinter gibt beim Verein. Das ist ja nur das, was du bei Discovery und der FWM hinlegen musst. Ja, da hast du hier noch nichts gekonnt. Ja, da genau. Da ist hier noch. Gut, da musst du natürlich irgendwie noch einen Caterer suchen. Also. Bahnmäßig sind wir uns doch einig, gibt es 1000 bessere Bahnen als Tedro, aber das Drumherum und das Geld, das ist halt das Schwierige. Oh, die Infrastruktur sehe ich bei keinem tatsächlich, also sehe ich wirklich nicht woanders. Doch, sehe ich. Doch. Es ist ja nicht, hier sind Sachen, Alter, du musst hier am Tag 400 Essen stellen, du musst zwei, drei separate Internetnetze haben, du musst Starkstrom überall haben, du musst diverse VIP-Zelte haben, du musst Sitzplatztribünen haben. Ja. Es ist... Also glaub mir, so einfach ist es nicht. Es ist doch kein Hexenwerk. Hier schaffen sie es doch auch. Und ja, aber über Jahre mit der Stadt zusammen, mit gut. Telekom, mit ganz viel Aufwand. Also ich glaube nicht, dass es ganz schnell machbar ist. Traust du das keinem Verein zu aus Deutschland, dass der das über die Bühne bringen kann? Das habe ich so nicht gesagt, aber der braucht Vorbereitung. Und der muss es wollen. Ne? Natürlich brauchst du Vorbereitung. Also na, ganz klar. Ich glaube aber, dass es machbar ist. Und ich würde mich natürlich freuen, einen Grand Prix in Deutschland weiter zu haben.
Aber vielleicht nicht unbedingt an dieser Strecke hier, wenn sie nicht geändert wird. Das ist, würde ich jetzt mal gerne als Schlusswort so stehen lassen. Ich wünsche mir natürlich einen Grand Prix weiterhin in Mecklenburg, das ist Fakt. Und es gibt zwei prädestinierte Vereine mit zwei sehr guten Strecken. Der eine hat ein Parkplatzproblem, der andere hat bestimmt auch irgendein Problem. Fanzone kannst du auch auf dem Hartplatz aufbauen. Also machbar ist es sicherlich. Frage ist halt nur, ist es finanzierbar? Ja, warum denn nicht abwechselnd? Oder, ne? Aber ich glaube auch nicht, dass es hier so eine Neiddebatte gibt, wie hier in der Zeitung stand. Ach, und das ist für mich auch der gröbste Unfug. Also ich glaube nicht, dass irgendein Verein aus Deutschland hier sagen, ich möchte den Grand Prix haben, aber Tetro soll er weg nicht mehr kriegen. Das glaube ich nicht. Und auch Hansa, Hansa Rostock ist nicht schuld. Sicher? Ganz sicher, ganz sicher. Aber dann doch Ostseestadion. Wir hatten mit irgendjemandem in Prag, glaube ich, die Diskussion. War das in Prag oder war das hier? Nee, war in Prag, ne? Das, Gott sei Dank sind wir nicht die Einzigen, die das so sehen. Und übrigens vorgestern haben wir die Folge vor einem Jahr released mit Tobi Kroner und Grand Prix im Ostseestadion. Ja, und siehst ja, Tobi ist immer noch nicht erfolgreich im Speedway-Sport. Ne? Ich glaube, er wird auch nie mehr Deutscher Meister. Nee. Also, nie Deutscher Meister. Tobi Kroner wird nie mehr Deutscher Meister. Ja, hat immer einen falschen Umgang gehabt. Ebi, mir wird kalt. Das habe ich schon vor 10 Minuten gesagt. Wir machen jetzt Schluss. Vielen Dank für den tollen Salat. Das war wirklich schön. Wir sehen uns nächste Woche zur Bundesliga. Und ich grüße nochmal Noah von NN Sportpicks. Danke für die Bilder. Grüße gehen raus an Norbert Okenga. Ich bin übrigens lieber Norbert. Bezahlt er dich oder warum ist hier immer Pitwalk und Norbert Okenga an Bord? Nee, ihr sagt ja auch mehr Startband. Ich möchte einfach was zurückgeben. Ah, okay. Ne? Ich wundere mich schon. Die Leute fragen mich schon, ob du Geld kriegst von Norbert. Ja, weil Norbert, nochmal kurze Info. Das heute auf der Bahn war nicht ich, auch wenn er so ähnlich aussieht wie ich. Ne? Micka ist nämlich dick. Und Ebi ist alt. Tschüss, tschüss. Tschüss, Leute. Und bleibt treu und haltet den deutschen Speedway-Sport hoch. Alle zusammen. Jetzt das Interview mit Jack Holder. War es heute möglich, hier ein richtiges Setup für das Bike zu finden, weil die Streckenverhältnisse nicht die besten waren? Ich habe das Bike nach dem Qualifying nicht mehr verändert, da ich ein gutes Setup im Qualifying gefunden hatte. Heute hat sich alles aus den Gates entschieden. Ich habe in den Semifinales dann ein höheres Risiko gefahren, da ich nicht den besten Start hatte und wurde dafür dann im Finale belohnt. Gate 2 war nicht das Beste, aber letztendlich hat es dann fürs Podium gereicht. Vielleicht noch einige kurze Worte heute zu den Bahnverhältnissen in Tetro, die nicht die besten waren. Ja, um ehrlich zu sein, sie waren grauenvoll heute. Ich kann dazu nicht viel mehr sagen. Im Training war die Strecke gut. Die Innenlinie war heute die beste und außen ging leider heute nichts. Alles so wie letztes Jahr in Tetro. Jason Doyle, herzlichen Glückwunsch zu heute. Wieder auf dem Podium. Vielleicht ein paar kurze Worte zu den Track-Verhältnissen. Short words. Kurze Worte. Nette. Not so good. Ja, nicht so gut. Sie war nicht einfach zu befahren heute mit vielen Löchern und ja, es war wirklich einfach. War es einfach heute ein richtiges Setup zu finden? Nein, definitiv nicht. Man musste heute ein Setup finden, das auf Sicherheit ging, was schnell ist auf den Geraden, aber auch für die engen Kurven geeignet war. Das Wichtigste waren heute die Starts, denn das Rennen wurde hier heute nur an den Gates entschieden. Ich habe vor mir, ich habe vor mir Phil Morris. Phil, only Phil, bist du heute zufrieden mit dem Rennen? Ja, dass wir es zu Ende gebracht haben, denn die Bahnverhältnisse waren heute sehr schwierig und die Bahn war nicht auf Grand Prix-Niveau. Okay, gute Worte. Meinst du, es wird im nächsten Jahr wieder einen deutschen Grand Prix in Tetro geben? Ja, ich hoffe. Wir haben in den letzten 3 Wochen hier einige Aufgaben zu erledigen gehabt und sie müssen noch einiges tun. Wir haben ja heute aus der Bahn das Maximum rausgeholt und sie müssen die Strecke jetzt auf das nächste Level hochbringen. Wir haben vor uns stehen in Tetro Sascha Dorner.
heute, glaube ich, als Rennleiter, ne? Kurze Einschätzung, wie hast du das Rennen gesehen? Ja, ich habe gar kein Rennen gesehen. Für mich war es nur Rennerei und anstrengend. Ja. Was war speziell anstrengend? Was ist so ein Job des Rennleiters an so einem Abend? Beim Grand Prix ist eigentlich ein ganz anderer Job. Nicht der normale Rennleiter, da bist du der Assistent von Phil Morris. Und du bist der Laufbursche im Prinzip, aber das weiß man ja vorher. Kannst du das irgendwie spezialisieren? Also Laufbursche, was machst du? Also redest du mit dem Bahndienst, redest du mit den Fahrern? Was genau das Aufgabenfeld ist? Vielleicht einmal so ein, zwei Sachen, die du ganz genau heute zum Beispiel gemacht hast. Wir haben ja heute ja ganz deutlich gesehen, Bahndienst einweisen, was die zu tun haben. Schauen, wann wer wo sein soll oder wer auf die Bahn darf, wann die Fahrer zum Trackwalk dürfen und lauter solche Sachen. Also halt auch viel Timing und so ein Kram, das ist deine Aufgabe. Ganz kurz als Rennleiter zu den Bahnverhältnissen. Also der Worst Case wurde heute mal abgeschaltet. Das heißt, das Rennen wurde nicht abgebrochen, wie im Vorfeld schon viel spekuliert. Dennoch bin ich der Meinung, dass die Bahn nicht so Grand Prix standardmäßig war. Will man jetzt irgendwie noch irgendwas mal machen demnächst oder ist irgendwas geplant? Na, geplant ist jetzt noch gar nichts. Jetzt sind wir erstmal alle glücklich, dass wir 23 Läufe zu Ende gefahren haben, keine Stürze gehabt haben, keine Verletzten. Und alles andere wird im Nachgang passieren. Heißt, im Nachgang wird auch mal so Nachbesprechungen geben, irgendwie FIM, der Club, der Veranstalter. Also gibt es bestimmt Meetings, oder? Wird es ganz sicher geben. Jetzt, glaube ich, will jeder erstmal zwei Tage ein bisschen die Beine hochlegen. Aber dann wird wahrscheinlich schon die ersten Meetings geben dazu. Also, ich finde es erstmal super, dass ihr euch stellt. Ne? Also selbst Phil Morris hat mit uns geredet und so. Also ich bin der Meinung, die Bahn war besser als beim Auerhahn-Pokal. Nach Lauf 12 musste Phil die Schippe in Hand nehmen. Hast du das mitbekommen? Also was war da los? Er hat, glaube ich, den Bahndienst eingewiesen. Ne? Und dann ging es vorwärts. Gut, zum Auerhahn-Pokal kann ich nichts sagen, da war er ja nicht da. Das haben sie ein paar Rillen gebildet, da haben die Kanten gebrochen worden und dann hat man gesehen, dass er wieder funktioniert hat. Also das gibt es aber auf jeder Bahn, die Probleme. Das ist kein Tetero-spezifisches Problem. Jede Bahn hat ihre Macken und da wird jetzt besonders hingeschaut und das hat der Veranstalter ehrlich gesagt nach so einem Tag auch nicht verdient, weil die haben echt alle einen geilen Job gemacht. Und die Funktionäre haben gut gearbeitet, die Helfer haben gut gearbeitet. Also die haben sich echt Mühe gegeben, absolut. Und da darf ich jetzt schon bitten, dass wir die nicht durch den Kakao ziehen. Und wie Bernd Sager immer sagt, macht vernünftigen Journalismus. Ich sehe immer noch einen Unterschied zwischen dem, was man wirklich gesehen hat, also der Wahrheit und das man sehen möchte. Das muss man schon sehen. Jeder hat seine eigene Meinung dazu. Und deswegen, Ebi, noch was? Ja, eine Meinung ist ja dafür da, um sie zu haben. Genau. Das Einzige, was... Also wie seid ihr, oder habt, du konntest mit dem Veranstalter wahrscheinlich auch noch nicht reden, Zuschauerzahl war wirklich schade wenig, ne, oder? Ich bin da ganz schlecht im Schätzen. Ich habe keine Ahnung, was da war. Letztendlich haben wir jetzt noch nicht besprochen. Okay. Würde mich aber auch interessieren und jetzt ihnen definitiv mehr vergönnen, wie sie jetzt da sind, muss man ja sagen. Wir entlassen dich jetzt in den wohlverdienten Feierabend. Ne? Wann hast du heute auch? Wann war deine Stirn einmal? Ja, genauso wie ich. Ein bisschen viel Sonne heute gekriegt, ne? Ja, aber das merken wir tagsüber nicht. Das merken wir erst, wenn es zu spät ist. Genau, habe ich auch zu Ebi gesagt, das merken wir gleich, wenn wir mit der Klimaanlage im Auto sitzen. Genau, richtig. Wo geht's für dich dieses Wochenende noch hin? Nach Hause. Heute Abend noch? Nein, morgen früh, gleich um 6 auf die Autobahn. Und dann habe ich Nachmittag noch ein paar Stunden zu Hause und dann ruft der Montag wieder. Schönes Wochenende. Ebenso, danke. And the track at times is a little bit bumpy, but you seem... Little bit, yes. Just a little bit, yeah.